Oh nein, der Ball fängt bald an und ich bin echt spät dran. Wo ist meine Glücksfee? Hä? Ich? Wer hat mich gerufen? Die Fee ist bereits hier. Sorry, liebe ich. Nun, Zeit ist Geld und Geld ist Zeit. Ich habe ganz schön viel Zauber im Ärmel. Bibidi, bobidi, hopp und wende. Irgendwie so. Soll das alles sein? Aber liebe Fee, wo ist mein Kleid? Soll ich das anziehen? Kleid? Tut mir leid, liebes. Deine Größe gab's nicht mehr. Also habe ich dir dieses T-Shirt und Hose im Sale gekauft. Stimmt was nicht? Und was ist mit Glasschuhen? Die sollen doch Glück bringen. Susi, weißt du eigentlich, wie viel die kosten? Verwenden wir einfach etwas Magie und zaubern dir ein paar Sneaker. Bibidi, bobidi, boom. Also, gefällt dir dein neues Outfit? Sam, was für eine Glücksfee bist du bitte? Wie soll ich den Prinzen denn so verzaubern? Nun, dann sei kreativ. Komm schon, hol ein paar Gummibänder, Fäden und Einweggabeln sind auch nützlich. Chop, chop. Was für eine seltsame Fee ich hier habe. Mal sehen, ob was zu retten ist. Puh, diese Flügel treiben mich in den Wahnsinn. Okay, hast du alles? Die Gummibänder sind hier, in vielen verschiedenen Farben. Was planst du denn? Perfekt, gib mir nur einen Moment. Nun, wo ist es? Bitte sehr, Susi, wir machen dir ein Armband. Cool, zumindest weiß ich jetzt, dass wir Accessoires machen. Beeil dich, der Ball wartet nicht auf dich. Zuerst drehen wir die Gummis in ein Unendlichkeitszeichen. Verstanden. So, so einfach. Bisher kein Problem. Okay, nun werden wir... Ups, warte, davon habe ich schon so lange geträumt. Sam, was nun? Zieh einfach die Gummibänder über die beiden Stäbe. Aha, ist das richtig so? Ja, Susi. Die Glücksfee weiß es eben am besten. Okay, und nun nimmst du die Enden des ersten Gummibands und ziehst sie nach innen. Okay, mal sehen. Sieht gut aus. Das gleicht schon einem Kettenelement. Sicher, toll machst du das. Schätze, wir sollten den Zahn zulegen. Nur ein bisschen. Okay, Sam. Los geht's. Yay, cool. Als nächstes nehmen wir die Enden und ziehen auch sie in die Mitte. Gut gemacht. Du weißt schon, was zu tun ist. Ich schau dann mal nach den anderen Prinzessinnen. Moment mal, Sam. Ich weiß nicht, welche Farben ich als nächstes verwenden soll. Oh, schon gut, ich helfe dir. Ohne Designerfee geht hier eben nichts. Mal sehen. Also, was haben wir hier? Oh, das sieht gut aus. Aber ich habe da noch was Besseres gefunden. Die sind perfekt. Oh, Sam, was soll denn dieses Chaos? Oh, nun, ich kann ja nicht alles selbst entscheiden. Nehmen wir zuerst leuchtendes Gelb und dann das Hellgelbe. Das Leben eines Designers ist wirklich anstrengend. Okay, fangen wir an. Okay. Susi, wie läuft's? Ich glaube, ich habe die Bastelei etwas verhunzt. Endlich kann ich helfen. Wir müssen die Gummibänder der vorherigen Kette auf die neuen Bänder geben. So. Und das kommt hier hin. Heiliger Bim-Bam, gib mal her. Schnell. Bitte sehr. Welche Farben haben wir vergessen? Hey, Sam. Was? Eine neue Farbe? Warte, bin fast fertig. Okidoki. Wow, echt cool. Stellen wir es fertig. Wir müssen nur ein Schloss machen. Her damit. Gib her. Oh. Gib her. Gib Sam. Her. Susi, ich will nur helfen. Ciao. Oh, danke, Sam. Binden wir es also zu. Ach du grüne Neune, das ist großartig. Lass mich mal anziehen. Bitte sehr. So, wie sehe ich aus? Großartig. Das sollte ausreichen, um den Prinzen zu verzaubern. Was? Susi, dein Ernst? Damit willst du den Prinzen rumkriegen? Habt ihr das gehört? Autsch, autsch. Schön wird regnet das Regenbogen. Magie in ihrem wahren Land. Hey Sam, scheint, als müsste hier jemand etwas Magie lernen. Aber zuerst machen wir noch ein süßes Armband. Bleibt dran, Leute. Nun, es geht in etwa so. Sam, mache ich das richtig? Hui, das machst du ganz toll. Du brauchst nur etwa ein Dutzend mehr davon. Oh Sam, du hast sie bereits gemacht. Also, machen wir weiter. Wow, Susi, großartig. Wähl einfach ein Teil aus. Welche Farbe gefällt dir am besten? Sam, nicht so schnell. Okay, such dir was aus. Das hier und das hier und die beiden. Aha, such dir noch eins aus. Etwas unpraktisch. Wir sollten ein Tool dafür finden. Ich habe es irgendwo gesehen. Warte mal kurz, wo kann es sein? Aha, das hier? Yay, danke. Mal sehen. Hey Susi, ich muss das sehen. Mach das Licht aus. Hey Sam.
Okay, zeig mal. Was ist das? Komm schon, schalt das Licht wieder ein. Na, es sieht großartig aus. Zieh die Enden nun in die Mitte, wie wir das mit dem anderen Armband gemacht haben. Ich glaub an dich. So einfach. Oder, Leute? Vergiss nicht, auch diese Elemente hinzuzufügen. Na, wenn du das sagst. Oh, also Susi, wie läuft's? Ich bin erschöpft. Sammy, vielleicht kannst du helfen? Helfen? Was? Susi, ich habe echt viel zu tun. Ich muss ganz dringend meinen Kumpel aus Tibidaba anrufen. Hey, hör damit. Susi, gib mir mein Handy zurück. Nichts da. Hey. Na gut, wir brauchen nur noch ein paar Kettenelemente, oder? Dann sollte die hier doch ausreichen. Hier. Aha, genau die richtige Größe. Cool. Ich glaube, wir haben es fast geschafft. Warte, fast geschafft? Wir haben noch jede Menge Arbeit vor uns. Wenn du das sagst. Ich muss immer ein Auge auf dich werfen. Was würdest du nur ohne mich tun? Während du hier prahlst, habe ich bereits die beiden Teile verbunden. Weiter geht's. Das ist das Endergebnis. Wow, sieht toll aus. Lass es mich mal anprobieren. Sicher doch. Yay. Also, wie sehe ich aus? Ich kann nicht in deinen Kopf reinschauen, aber ich sehe echt großartig aus. Gib es zurück. Ich bin etwas ins Träumen geraten. Heben wir das für später auf, denn jetzt. Schau mal, was ich habe. Können wir aus diesen Fäden was zaubern? Nun, lass uns noch ein Armband machen. Ein Blumenarmband. Ich habe gehört, dass Monster dagegen allergisch sind. Und... ups. Schleime anscheinend auch. Armer Kerl. Wir nehmen eine Klammer. Sie kommt genau hierhin. Susi, kann ich ein paar Blumen haben, um die Zukunft vorherzusagen? Vielleicht erfahre ich endlich, wer mich liebt. Oder vielleicht sollte ich dir helfen, Susi. Oder bist du schon fertig? Noch nicht. Warte kurz, Sammy. Das werden wir als nächstes tun. Und das bekommen wir am Ende. Susi, hast du nur eine Blume gemacht? Dein Ernst? Keine Panik, beim nächsten Mal geht das schon viel schneller. Aber wir sollten direkt einen Zahn zulegen. Sam, schon gut. Lass es uns fertigstellen. Nun, Susi, das ist schon viel besser. Sam, was ist denn los? Keine Ahnung. In deiner... Allergie. Warte, ich hab's kapiert. Ich hab eine Allergie gegen unfertige Handwerke. Na, dann sollte ich mich besser beeilen. Ach, du liebe Mozzarella. Susi, bist du endlich fertig? Toll, nun her damit. Bitte. Sam, machst du selbst einen Verschluss? Was? Wenn ich einen Verschluss brauche, dann lass mal. Immerhin habe ich jede Menge Dinge zu tun. Ups, sorry. Sam, ich bin schon fertig. Leute, schaut es euch an. Außerdem wartet noch ein weiteres Accessoire auf uns. Seid gespannt. Susi, deine Glücksfee hat ihr letztes Ass herausgekramt, um den Prinzen zu verzaubern. Oh, da bin ich aber gespannt. Mal sehen. Spaghetti à la Elastik. Bon Appetit. Ach du coole Neune. Susi, willst du es noch auf den Ball schaffen, oder was? Na klar. Dieses Armband basteln wir mit Hilfe der Gabel. Also, was soll ich tun? Susi. Das ist doch ein Kinderspiel. Wickel die Gummibänder einfach um die Zinken der Gabel. Das gleiche auch mit dem zweiten, oder? Dann ist das erste Teil fertig. Ich kann dir noch ein paar Gabeln bringen. Was meinst du? Zwei reichen. Wie du meinst. Stellen wir die erste Reihe fertig. Bibidi, bobidi, boom. Oh, so cool. Yep. Beginne nun mit dem zweiten Zinken. Dann hat der Prinz keine Chance. Bringen wir die Reihen zusammen, damit die Gummibänder nicht herunterfallen. Wie soll der Prinz dich nach deiner melodramatischen Flucht noch binden? Sammy, wir leben im 21. Jahrhundert. Und was willst du damit sagen? Wir können einfach Nummern austauschen. Ich nehme Lila. Denk du mal über die nächste Farbe nach. Nun, nehmen wir Grün vielleicht? Gute Wahl. Leute, ab jetzt geht alles etwas einfacher. Wir beschleunigen etwas. Weiter geht's. Hey, wo sind die ganzen Farben hin? Susi, wovon sprichst du? Wir haben uns auf Pink geeinigt. Leute, unser Regenbogen wird immer größer. Eure Likes werden helfen, ihn noch schneller wachsen zu lassen. Also gebt uns einen Daumen hoch, um uns aufzumuntern.
Hört ihr das? Mi, 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 du, du, du. Ich kenne dich, ich bin einmal mit dir in einem Traum gelaufen. Mister, ich habe bereits meinen Prinzen. Das reicht. Oh, vielen Dank, Fräulein. Ich wollte einfach nur singen. Sammy, wo warst du? Du hast ganz schön viel verpasst. Echt? Ich habe nur den Regenbogen gegossen. Schau, Susi, das ist wahre Perfektion. Schau, das halbe Armband ist schon fertig. Was nun? Heiliger Bimbam, Susi, du bist wirklich unschlagbar. Ich freue mich schon total auf das Endergebnis. Dann lass es uns fertigstellen. Okay, Leute. Auch dieses Armband ist fertig. Die Glücksfee hat ein Geschenk für dich. Glas? Ich meine Plastik? Okay. Danke, wie lieb von dir. Das Geschenk kommt genau rechtzeitig, du kleiner Magier. Ich kann nicht mehr warten. Dann bist du endlich fertig. Jetzt. Es passt perfekt. Jetzt habe ich alles, was ich für mein Date brauche. Wirklich? Du bist echt lustig. Hast du meine Armbänder gesehen? Wow, die sehen toll aus. Oh, hör auf. Danke, Peter. Ernsthaft, Susi? Warum bist du noch hier? Prinzessinnen sitzen nicht einfach nur rum und warten. Sammy, heutzutage muss man für Dates nicht mehr rausgehen. Schau doch. Hä? Hi, Sam. Wie läuft es in deinem modernen Märchen? Was? Ach, das reicht. Was für ein undankbarer Job. Wo ist der Zauberstab? Hier, nimm ihn. Ich brauche ihn nicht mehr. Oh, komm schon. Peter hat alles gefallen. Und den Zuschauern auch. Ach ja? Dann abonniert unseren Kanal und gebt uns einen Daumen hoch. Los. Tschüss. Bis dann.